Sweden or the Netherlands. They need 253. How much points do they get from the public? Three points, that means that the Computer, check. Mikrofon, check. Musik, check. Sendung, on air. Dann kann es ja losgehen. Und damit herzlich willkommen bei Daily Drive Live, eurem Lieblings-Internetradiosender mit News und Musik. Besucht unsere Website auf daily-drive.de. Und nun viel Spaß bei der Sendung. Hier sind eure Gastgeber, Robin und Carlos. Willkommen! Welcome! Herzlich willkommen, Europe and good evening, Australia! Welcome to the countdown of the countdown to the Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam. Herzlich willkommen zu den Countdown auf dem Countdown zum ESC 2021 in Rotterdam. This year we are in Rotterdam because 2019 Duncan Lawrence has won the contest in Israel. Dieses Jahr sind wir in Rotterdam, denn 2019 hat Duncan Lawrence den Contest gewonnen. It is an old tradition that the winning song opens the show and we keep that tradition. Es ist eine alte Tradition, dass der gewinnende Song die Show öffnet und dies behalten wir dabei. Here is Dune Lorenzo with Arcade. So, nun sprechen wir Deutsch und nicht Englisch, oder? So now we only stop. Don't we continue really only German? Deutsch ist gut. Okay, nochmal herzlich willkommen zum Eurovision Song Contest Countdown Countdown Show. Diese Show heißt Countdown Countdown Show, weil wir vor dem Countdown des ESCs um 20.15 Uhr in der ARD senden. Genau, weil um 21 Uhr beginnt der wirkliche ESC. Genau in diesem Sendung blicken wir ein bisschen in diesen Contest zum im letzten Contest und in den Jahren zuvor. So, letztes Jahr 2019 hat Niederlande gewonnen und somit wäre der ESC 2020 in Rotterdam gewesen. Doch dann kann die alte Tante Corona und alles ändert sich. Der ESC 2020 wurde abgesagt und es kann Ersatz zu Europa Shine a Light. Jetzt denken welche, ist das nicht ein Lied? Ja, es ist eins und das hören wir jetzt. Love Shine a Light von Katrina and the Waves. Gut, und genau. So, dieses Jahr gibt es nur ein Ziel für Deutschland. 33 Punkte und wenigstens ein Zuschauerpunkt, denn 2019 hieß es insgesamt 32 Jury-Votings, aber 0 Zuschauerpunkte für Deutschland. Aber wir hoffen natürlich, dass wir den ESC dieses Jahr gewinnen. So, zu dem 0 Zuschauerpunkte. Ich kaufe mir dieses Jahr eine niederländische SIM-Karte, damit Deutschland wenigstens einen Zuschauerpunkt kriegt. Traurig. Aber wir haben ein sehr tolles Lied dieses Jahr, und zwar I Don't Feel Hate von Jendrik. Den wird da angerufen. Machst du weiter?
Ja, ich kann mir Worte machen, das stelle ich mir leise so. Ja. Ja, also wie er schon sagte, hey. Wir haben dieses Jahr von Jendrik. Jendrik ist ein 26 Jahre alter und immer fröhlich, unternehmungslustig und enthusiastisch. Sorry für den Versprecher. Und damit steckt er alle an. Dass er schwul ist, ist nicht so wichtig, denn der Song, das Musikvideo und alles hat er übernommen und somit steht ein künstliches Multitalent für Deutschland auf der ESC-Bühne. Die Reaktion, die ich davon gehört habe von dem Lied, war eigentlich nur, Jendrik ist ein zu groß gewordener, ja, SpongeBob, aber das ist auch alles nebenwichtig, weil er einfach das zu bringen, ja, und somit war es, dass Deutschland jetzt schon zum 63. dass Deutschland 63. Mal teilgenommen hat und somit, und wir waren einmal nicht dabei. Denn diesmal war es der 65. weil dieses Jahr ist der 65. ESC. Das heißt, 64 Mal war er da, wir haben aber nicht teilgenommen und dabei haben wir zweimal gewonnen. Das war einmal 1982 und 2010. Und waren dreimal ganz. Warum denkt man sich, okay, Leute, die den ESC nicht wissen oder so, wissen, dass wir den ESC, dass der Gewinnerland immer das ESC überwindet. Früher hieß der ESC nicht Eurovision Song Contest, nämlich Grand Prix de la Chanson, der Eurovision. Und der wurde immer auf den Landessprache übertragen. Das erste Mal war er in Frankreich, das zweite Mal haben wir nicht gewonnen. Das zweite Mal war er in Deutschland und da wurde die ganze Show auf Deutsch. Deswegen haben wir dreimal Gastgeber gemacht. Dabei waren wir 35 Mal in den Top 10, aber seit 2012. Außer 2018 geht es so total ab. Wir waren nämlich 2018 waren Platz 4 mit Michael Schulte in gelohnt, aber sonst alles mit Is It Right und so weiter. Sind wir abgestürzt wie eine Rakete. Aber nun versucht Jendrik es mit Idol Freiheit. Ich wünsche euch da erstmal viel Spaß. Ja, das war Jendrik mit I Don't Feel Hate. Gut. Als wir machen weiter mit unserem Gastgeberland, The Netherlands, die Niederlande. Sie waren 60 Mal dabei, waren 25 Mal in den Top 10, haben 5 Mal gewonnen und sind jetzt zum 6. Mal Gastgeber. Das schlechteste Ergebnis war 2023 mit immerhin mehr als 20 Punkten mit Jean-Claude Macaulay, der schon 2020 antreten sollte, sagt, dass der Song eine Ode an diejenigen für sich selbst eintreten und die Kraft haben, authentisch zu sein. Jetzt 1994 war nicht John McCurry dabei, das war nur da fehlt ein Punkt bei uns. Auf jeden Fall, er ist dabei. Er wollte letztes Jahr schon antreten mit folgendem Lied, kann ich euch sagen, weil ich die ganze Show geschaut habe, schon in Shine Light. Er wollte antreten mit dem Lied Draw. Nun ist aber The Birth of Schneider Age, das ist eine Solo-Nummer von ihm. Ich finde, es ist besser gewonnen als dieses Jahr, weil es war halt so, jetzt denken sie sich, okay, warum 2020 und nicht so, die EBU, weil es wurden alle Lieder rausgebracht, bevor es hieß, dass die Ahoy Arena, wo wir dieses Jahr sind, letztes Jahr ein Krankenhaus wurde, hat die EBU gesagt, alle Lieder müssen neu gemacht werden, ihr dürft die gleichen Leute nehmen, aber ihr müsst neue Lieder haben. Und somit sind ein paar Länder abgesprungen von einem Komponisten, von einem Lieder machen oder ein paar Leute oder die Bands sind abgesprungen, es gab neue oder es gab genau die gleiche Person, bloß ein anderes Lied. Muss man nachschauen, ich finde es teilweise ein bisschen besser, teilweise aber auch ein bisschen schlechter. Wir werden da aber nochmal drauf eingehen auf letztes Jahr, genauso wie 2019, 2010 und noch später. Ja, aber erstmal hört ihr Birth of New Age von Jen McCurry. Ich wünsche euch viel Spaß. Oh, da war es schon vorbei. Naja, ich habe gerade nachgeschaut und pünktlich kommt der Carlos wieder. Geregelt? Alles geregelt. Gut, eigentlich machen wir die Tür zu, aber... Ja, mache ich sofort. Naja, kann ich auch machen. Also, das Lied hast leider fast Birth of New Age von The Netherlands, weil, ich muss sagen, das Lied, Ist das jetzt das von diesem Jahr? Ja. Finde ich echt geil. Die haben sich wirklich verbessert von letztem Jahr, weil ich das ja so gehört habe. Mhm. Aber dieses Mal ist aber, aber dieses Jahr, wie gesagt, ist immer alles ein bisschen anders. Sonst, wenn du jetzt noch was erklären musst, wir können auch eben weitergehen. Ich habe so viel zu erzählen. Nö, ich muss nichts erklären, ist alles gut. Gut, dann habe ich eine Frage an dich. Dann frag du mal. Wann hast du eigentlich das erste Mal in den ESC geschaut und wer hat es dir beigebracht, also die Regeln, und wie feierst du denn und was sind deine Top 10 und die Anko und wieso?
Oh ja. Fangen wir mal an mit dem ersten. Wann ich das erste Mal den ESC geschaut habe. Ja. Das war 2017 oder 18? 17, oder? Ich meine wohl. Ich weiß nicht, wann du das erste Mal geschaut hast. Ne, 2018 in Portugal. Mit Robin und Ferhat zusammen. Also mit hier Robin und Ferhat, unserem türkischen Korrespondenten. Und Robin kam auch als erstes irgendwie damit. Wie hieß das Motto 2018? All aboard. Alle an Bord. Und das war in Portugal. So. Und Robin hat gesagt, ja, komm doch mit, guck doch mit, so, ne? Hast du Bock, willst du nicht mal? Genau, und das fand ich eigentlich ganz cool, hab mich ein bisschen drüber informiert und dann habe ich mitgeguckt. Und wir machen das halt so, vorher fahren wir nach Meckes, dann gucken wir uns den, dann gucken wir uns während des Essens den Countdown an und danach schauen wir den ESC bei denen in der Partyhütte mit Getränke, mit Süßigkeiten, mit allem drum und dran und mit Voten und... Und nachher sind wir alle 10 Kilo schwerer. Ja, so ungefähr. Und meine Top 10, die kommt jetzt. Oh. Auf Platz 10, Hard Rock Hallelujah von Lordi, weil irgendwie, ich fand die Bühnenperformance geil und das Lied Hard Rock Hallelujah irgendwie ganz cool. Dann auf Platz 9, Waterloo von ABBA, weil ich das Lied so schön nervig finde. Waterloo. Dann ein bisschen Frieden von Nicole, weil ich finde das Lied ganz schön und das ist auch ein gutes Statement. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude. Diese Erde, auf der wir wohnen. Ja, genau. Es ist wichtig für die ganze Welt Frieden. Allein, das Lied war ja auf Deutsch, weil früher, ne, im ESC, musste man immer die eigenen... A, das und Fragen. B, das Lied durfte vorher nicht promotet werden. Das heißt, es wurde jetzt raus und es war geplant, dass sie das auf Deutsch singt und als sie dann gewonnen hat, hat sie dann, was eigentlich gegen die Regel waren, aber das war dann auch da scheißegal, hat sie die zweite und dritte Strophe einmal auf Englisch, also sie hat dann das ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, hat sie dann auf einmal auf Englisch und Französisch gewonnen, sodass es die ganze Welt erreicht hat. Das ist doch schön. Ja, finde ich auch. Auf Platz 7 kommt von den Olsen Brothers Fly on the Wings of Love, weil... Das Lied ist einfach schön. Ich mag das einfach, es ist toll. Auf Platz 6, Milk and Honey, Halleluja. Halleluja. La, la, la. Das fand ich so toll, als Halleluja. Als die Frau, oder wie heißt sie noch? Ich weiß nicht, wie die Frau heißt. Aber als sie das zusammengesungen hat mit Marcel Löw, Conchita Wurst, Eleni Forera und Berkas Dukka dabei, im Switch Song 2019. Das war der International Symphon. Ja, meinst du? Meinst du? Hallo, ich hab den ESC gesehen. Die Band heißt Milk and Honey. Ja, aber die Frau, die das sieht, ist ja nicht international doch. Ja, wer weiß. Also, schau ich recherchiere das mal. Ich hab den Song noch da. Erzähl mal weiter. Ich fand das ganz toll, als die das halt gesungen haben. Zusammen, ne? Beim Switch-Song. Dann auf Platz 5 ist Spirit in the Sky von Kino. I know a Spirit in the Sky. Genau das, weil... Ich finde diese tiefe Stimme von diesem Typ, der da diese Adlibs zwischen rein. Ja. Genau das, ich finde das so cool. Ich finde das klingt so schön. Dann auf Platz 4, Lavender von Mickey Nunes. Lavender. Dann auf Platz 3, ein Lied, was wir heute schon gehört haben. Rate mal. Love, Shine Light. Nein. Danke. Dann kannst auch, Nein. I don't feel hate? Ja. Er ist noch gar nicht gelaufen. Zettel 1. Trotzdem auf Platz 3, weil es schon raus ist. So. Man kann es kaufen. Ja, aber du hättest die anderen Songs nicht nehmen von letzten Jahr oder was? Weil das nicht Eurovision Song ist, das war. Es war aber im Rahmen des ESCs. Ja, okay. Du hast die selber rausgelassen. So. Mich doch am Arsch. Auf jeden Fall. Auf Platz 2 ist... Dreimal darfst du raten. Auf Platz 2? Ja. Let's go goodbye? Ja. Sieben, Halleluja. Gali Atari heißt die Frau. Gali Atari. Halleluja. So. Wer kannst du durchgehen mit Dancing Lasha Dumbai? Und auf Platz 1 den Gewinnersong von 2010, Satellite von Lena Meyer-Landrut.
Da kommt mein Stemmerlift dazu. Halleluja. Ja, sie hat das ja auch in der Show Europa Shine Light, hat sie das ja auch schon erklärt. Hat sie es auch schon gesungen mit den Union ESC Kindern. Und das war ein bisschen traurig, weil sie ist dann mit diesem Lied durch die leeren Straßen im Dunkeln durch Israel gelaufen. Wegen Lockdown war ja auch alles so. Komplett Geisterstadt. Mhm. Ja, leider schade. So, und du? Möchtest du auch auf deine Fragen antworten? Am meisten sitzt ja irgendwo Fragen, ja klar. Ich habe früher schon, seit 2006, 2008, habe ich den Bundesvision Song Contest geschaut, damals noch von Stefan Raab moderiert. Und 2010, weil Lena damals den ESC ja gewinnen sollte, hat dann meine Mutter mal gesagt, ja komm hier, lass uns mal schauen. Nicht richtig geschaut, habe ich auf jeden Fall geschaut. Da war aber noch Kimis, da sind wir hier zu Kimis gefahren und waren pünktlich wieder, als paar Liter kurz vor Deutschland waren wir wieder hier. Die Regeln wurden mir so ein bisschen erklärt, aber das meiste habe ich mir selbst angeeignet, habe ein bisschen nachgelesen und und 2011 hatten wir Stadtschützenfest im Mai und abends war dann halt der ESC in Düsseldorf. Und Meckes hat damals Gutschein und dann habe ich zu meinem Schwester gesagt, weißt du was, versuche ich mit Meckes, ich mache hier schon Aufnahmen, alles da. War damals haben wir noch in Küche hatten wir einen Aufnahmereceiver und im Fernsehen hatten wir und im Wohnzimmer haben wir nachgeschaut und dann da bei Meckes gegessen. Und das hat sich jetzt im Laufe der Jahre bei mir zur Tradition entwickelt. Und 2012 geschaut, 2013, 14, 15, 16, 17. Und dann haben wir unseren türkischen Korrespondenten, Felix Justus. Ja. Hat gesagt, weißt du eigentlich, was der ESC ist? Und dann das gehört hat? Nein. Nö. Hast du nicht mal Lust? Und dann hat er gesagt, ja gut, dann habe ich ein bisschen Süßes gekauft. Und wir haben so eine Partyhütte. Und da habe ich gesagt, komm, wir feiern da mal. Und da war es natürlich gefesselt, weil ich zu ESC stelle, ich kann da einstellen, den Bass mir oder so, ich stelle immer die Stimme ein bisschen davor. Geht ja um die Stimme. Und das war so geil, dass 2017, dass wir dann immer, 2018 jedes Jahr nach Bonn fahren. Und da Haribo Shop ein bisschen kaufen. Wir werden dieses Jahr auch nach Koblenz gefahren, wie ihr im großen Video schon gesehen hättet. Ja. Und hätten dann die Sorgen gemacht und dann hier ESC gefeiert hätten. Das haben wir 2019 auch so gemacht. War super, super schön und so. Und leider geht das dieses Jahr nicht. Deswegen haben wir ein bisschen anders alles gemacht. Aber machen wir auch wieder dieses Jahr so. Ja, und was sind meine Lieblingssongs? Also ich kann jetzt nicht sagen Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich finde einfach so viel geil. Ich sag mal, welche mir noch im Kopf geblieben sind von den Jahren, auch wenn ich dann noch nicht geboren bin. Ich sag mal, wenn mir jemand sagt, ESC bin ich, sag ich auf jeden Fall Fly on the Wings of Love von The Olsen Brothers. Dann, was wir schon gehört haben, Love Shine and Light ist auch so ein schönes Lied. Ich fand das auch schön, als die verschiedenen Sänger das gesungen haben in der Show. Love Shine and Light, Familienorchester auf Rotterdam mit dem beleuchteten Wahrzeichen. Fand ich auch wunderschön. Dann 2010 hat Frankreich ein super Lied gebracht. Olé, olé, alles olé, olé. Sehr schönes Sommerlied. 2011 hat das Gewinnerlied von Aserbaidschan mit Running Scare auch schön. Dann 2013 unsere zwei springenden Flummis. Waterline von Jetboard, was wir auch singen für 50 Euro und 50 Euro tanzen wir Glow vom Metcom. Ja. Dann hat 2013 auch schönes Gewinner-Song. Da bleibt diese Flöte am Anfang anhängen, einfach ohne Teardrops. Die Flöte, die bleibt im Ohr. Die kriegst du nicht mehr raus.
Dann Lavender. Schönes Sommerlied, ist glaube ich auch bei uns im Ort. Ja, ist es. Dann Spirit in the Sky, wie Carlos schon sagte. Dann gab es auch ein geiles Lied, nämlich Chess Republic. Was würdest du sagen? Friend on a Friend oder Friend on the Friend on the Friend? Ich würde sagen, a friend of a friend of a friend of a friend. So. Und dann einmal Israel, wo die Gewinnerin, die ja Halleluja gesungen hat, da war eine Band dabei. Und die hieß Genghis Khan. Mit Genghis Khan. Genghis Khan. Hier rette immer weiter Jing. Genghis Khan, auf, Bruder, Immer lauter lachen. Und er läuft im Zug in eine Gruppe. Super Lied. Ja, wollen wir mal vielleicht unsere Wings aufs Dorf spielen? Ja. Zeit haben wir. Gut, dann hört ihr jetzt von uns aus und das ist Fly on the Wings aufs Dorf. Ja, dann schauen wir mal in der Wünsche Boostbox. Ich habe ja gesagt, ihr sollt euch mal eure Telefonnummern, wo ihr wohnt, und die ESC-Songs in den Wünschbuch schreiben. Haben wir denn noch momentan was stehen? Also, momentan steht nur in der Wunsch- und Grußbox. Ah, zwei Antworten haben wir. Okay. Dann einmal von Schlagerfan. Haben wir schon gespielt? Haben wir schon gespielt? Kann ich das schöne sagen? Mädchen. Nein, machen wir erst wieder nächsten Monat. Alles klar. Und das zweite, was wir haben, ist, der hat eingetragen, weil, wie heißt du, der Typ, der bei der GEMA die Titel eintippt? Ist kein ESC-Song. Bei, wie er heißt. Er heißt der Typ, der bei der GEMA die Titel eintippt. Er ist ein total blöder Penner. Dann hat er geschrieben, bei Was möchtest du uns sagen? Ich weiß, dass ich ein blöder Penner bin, aber ich wünsche mir Satellite von Lena Meyer-Landrut vom ESC 2010, weil das mein Lieblings-ESC-Song ist. Und ich hoffe, dass ihr die GEMA-Gebühren bezahlt habt. Das hat er geschrieben. Also ich sag mal so, er hat auf jeden Fall die Antworten gegeben. Also die Erfüllung beantragt. Nochmal, wenn ihr was entscheiden wollt, wie geht das? Ihr müsst einfach auf welche Webseite gehen? www.daily-drive.de. Genau. Und dann oben rechts ist so ein Reiter Wunsch und Grußbox. Da geht ihr drauf, da könnt ihr dann euren Namen eintragen. Dann könnt ihr aussuchen, was ihr machen wollt, einen Songwunsch äußern, alle irgendjemanden grüßen, dem Moderator eine nette Nachricht hinterlassen oder sonstiges könnt ihr ankreuzen und dann könnt ihr eine Nachricht verfassen. Genau, bitte auch in der Nachricht schreiben, warum ihr das hören wollt. Genau. Was ihr hören wollt und warum. Ja, und dann sonst, wenn ihr noch Moderator werden wollt, ne? Bing. Dann einfach auch hinschreiben in den Wunschgrußbox oder Kontakt ist mit daily-drive.de. Voraussetzung, ihr müsst die Lieder, die ihr dann spielen wollt, müsst ihr gekauft haben. Ihr dürft nicht Spotify oder YouTube nehmen. Mhm. Frage ist, wir haben gerade das Video aufgespielt, aber. Das ist nicht drin, weil Dingensbums ja. Das nicht offen. Ich glaube. GAU-Grenze. Wir haben uns mal alles durchgelesen. Die GAU-Grenze, wir machen immer. Meinetwegen können, wenn ihr euch mit der ersten Sendung momentan unsicher fühlt, wir wären natürlich dabei und könnten euch ein bisschen helfen in der ersten Sendung oder ersten paar Sendungen. Ja, und wenn, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, ihr könnt doch mal Fragen anrufen. Aber für andere Zuschauer, schreibt doch mal oder eure Telefonnummern mal hin oder andere Telefonnummern, die rufen wir mal dann mal an und dann könnt ihr mal live ein bisschen mehr mitgestalten. Aber erstmal hört ihr ein Lied von Stefan Grab produziert. Oder? Ist das von Stefan Grab produziert? Er hat es auf jeden Fall promotet, deswegen haben wir auch eigentlich auch gewonnen. Also Ich könnte natürlich sagen, damit haben wir nur gewonnen, weil Stefan gerade zu viel Werbung gemacht hat und wir da so viel gespielt haben und deswegen auch mal 12 Punkte von Israel bekommen haben. Ja, Werbung und das eigentlich hat er gemacht, nur, aber er hat's weil wir das so groß promiert haben, gewonnen haben. Aber wenn ich das natürlich sage, sind natürlich ganz viele Fans wieder traurig und sagen, ja, das ist total scheiße, früher wurde es nicht promotet und man hat gewonnen mit ein bisschen Frieden, weil da früher die Songs das erste Mal erschienen sind und jetzt anscheinend schon vor, man kann die promoten und das Song, was am meisten promotet wird, wird eigentlich gewinnen. Ja. Außer bei Toys, weil die Katzen, die da gewählt haben, gesagt haben, wähl mich. Und Stefan Kapp mit Lena überall gemacht hat, die 800 Aufzüge hatte und alle schimpfen.
hätte ich jetzt sagen können, dass jetzt deswegen Citizenlight kommt. Aber wie gesagt, wir haben gewonnen mit Citizenlight. Nee, hat das gemacht. Ob der Song jetzt vermutet worden ist, weiß man jetzt nicht ganz genau. Aber ich würde sagen, mit dem wir gewinnen das Song. Ist mal da. Viel Spaß. Das Niveau sinkt weiter nach unten. Und es steigt wieder, weil es jetzt weitergeht mit Kroatien. Also ich sag mal so, die hat 2007 gesungen, hat nicht gewonnen. Das bleibt aber in den Köpfen. Das ist eigentlich teilweise so peinlich. Aber das Lied ist eigentlich, ist das dieses, was ich denke, dieses dem 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 dem, oder ist das nicht? Mein TikTok. Wir hören es auf jeden Fall jetzt. TikTok, also das von Albina. TikTok, bitte. Das war das halt vorher. Ja, aber momentan musst du noch mal lesen. Ja. Ja. Kroatien hat 25 Mal teilgenommen, war 6 Mal in der Top 10 und der beste Platz war der 4. 1996. Die Sängerin Albina hat mit ihrem, da steht Dong im Text, mit ihrem Song TikTok eindeutig in Vorentscheid gewonnen und ist somit Favoritin in diesem Jahr. Ja, mit ihrem Dong TikTok. Du hast Dong geschrieben, da steht mit ihrem Dong TikTok. Ja. Song, Dong ist auch alles genau gleich. Die sind nur Favoriten in diesem Jahr. Ja, und hier ist Albina und TikTok von Kroatien. Bitteschön, viel Spaß. Ja, TikTok von einem Song aus Kroatien von Albina, dieses Jahr Favorit. So, dann von Kroatien geht es dann ein Stück weiter westlich, mitten im Mittelmeer. Liegt die Insel Zypern, die zum ersten Mal eine Kandidatin präsentiert. Sie hat im Alter von 14 Jahren das Halbfinale beim griechischen Supertalent erreicht, war 5 Jahre lang in einer Band und moderiert momentan The Voice of Greece. Doch heute nicht, denn Elena Tsagarinou will, dass Zypern nach 36 Teilnahmen und 10 Mal in den Top 10 endlich mal den ESC gewinnt. Und dieses versucht sie mit dem Lied El Diablo. Das klingt Spaß. Ja, das war El Diablo und dieser Song, irgendwie der Anfang oder so teilweise, das hat so ein bekanntes Lied, aber mir fällt das Lied momentan in den Kopf nicht ein, was es jetzt ist. Aber wie gesagt, es ist ein bekanntes Lied und deswegen klingt das auch gut und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass dieses wohl gewinnt und wenn das nicht im Finale kommt, dann rufe ich persönlich bei der EBU an. Ja, so Robin. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum wegen wir nehmen vor den ersten und zweiten Halbfinale auf, weil du hast am Samstag keine Zeit. Am Samstag, wo der ESC ist, oder nächste Woche Samstag? Nee, am Samstag, wo der ESC ist. Ja, doch, habe ich doch gesagt, dass ich dann hier bin. Ja, du hast mittags, wenn wir, wo wir es eigentlich aufnehmen wollten, bist du wahrscheinlich auf einer Kommunion, hast du gesagt. Nein, bin ich nicht, weil wir können das nicht machen wegen Corona, weil da schon so viele Leute sind. Ach so, ja gut, das wussten wir vorher noch nicht. Ja, das und weiß ich jetzt erst. Ja, gut, und das ist so kurzfristig. Und bevor irgendwas noch was passiert, nehmen wir das jetzt schon auf. Bevor es gar nicht kommt, eben. Ja, genau, bevor ich mit unserem Moderator, weil dann wird die Show nicht. Wird die nochmal länger, ich sag nur 4 Stunden, ne? Ja, ich habe eine Frage an dich. Ja, welche? Kannst du dich an den Eurovision Song Contest 2010 erinnern? Wenn du dich dann erinnern kannst? Ich kann mich nur an den Song Satellite erinnern. Ach ja, 2010. Ey, da war ich 5 Jahre alt. Ja, ich muss auch mal sagen, ich habe ja schon ein bisschen erzählt von 2010, dass meine Mutter mir das mal geschaut hat, ohne Mac ist damals noch, ne? Ja. Und da war Kirmes hier. Wir waren morgens auf der, wir waren mittags auf der Kirmes. Abends haben wir dann den ESC geschaut bis Frankreich. dann waren wir auf der Kirmes, dann hatten ein paar Kirmesstände auch im Fernseher. Haben wir gesehen, okay, wir haben noch Zeit, dann war um 20 Uhr das Feuerwerk und um circa Richtung Mitternacht hat der Lena dann ja aufgetreten und war pünktlich wieder zu Hause. Allein da war im Aquanico, das war glaube ich, welches Land war das nochmal? Ich meine Spanien. Spanien war als zweites dran. Und kennst du diesen Typen mit dieser roten Mütze, der auch schon mal 2010 den Weltpokal geklaut hat? Nein. Es gibt so einen Spanier, der hat immer so eine rote Mütze auf und der, ist mehrmals bei der Fußball-WM, hat den Torwart, hat schon den Weltpokal geklaut und so weiter. Und er war auch bei diesem ESC dabei. Und okay. Hat dann mitgetanzt, obwohl es nicht geplant war. Und
Da hat dann die EU gesagt, okay, sie dürften also wieder auftreten, hat er gemacht, hat aber im Endeffekt auch nicht gebracht, den Sieg oder so. War ja auch 2019 in Storm oder 2018, muss ich nachschauen, in meiner Bibliothek. Ob das jetzt 2019 oder 2018 war, mit England geklaut worden ist. Scheiße, ist dein Mikrofon geklaut worden? Naja, das war, in 8 Sekunden hast du das wieder gehabt. Oder in 7. Da wird auch nochmal gesagt, die dürften jetzt wieder singen. Hat sie gesagt, nee, will ich nicht machen. Ja gut, hat auch nicht gewonnen. Wieso? Keine Ahnung. Ja. Ja, aber sowas kann was passieren. Ist ja live schon. Du kannst nicht sagen, ja gut, jetzt fangen wir von neu an. Ist ja, weiß, ja, live. Mhm. Live ist live. Nee, wir 2018, alle Bord. Ja. War das. Ja, so läuft das Leben halt. Können wir nichts dran ändern. So, ich würde jetzt nochmal sagen, um 2010 nochmal gründlich zu ja, beenden, spielen wir einen Song noch von 2010. Und der wäre? Darf man das raten? Embers von James Newman? Ne, das ist neu, der ist neu, ne? Der ist neu. Der ist neu. Dann spielen wir einen deiner Lieblinge, ne? Alles, alle von präsentiert von Frankreich damals von Just Matador. Ein Sommerhit zum Abtanzen. Viel Spaß. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Was mir jetzt im Lied eingefallen ist? Nein. Geil Epic Sex Man, sag ich nur. Was? Die waren 2010 auch dabei, Moldawien war dabei, die hatten ja diesen Saxophonspieler. Ja. Hier ist dann. Da 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 da. Wie Sunstroke Project und Olli Atira und wie heißt das Lied? Runaway. Die haben ein Jahr später, haben die doch, oder war das zwei Jahre später, irgendwie sowas? Ein bisschen letztes später. Jahr. Oder letztes 2019, Jahr? 2019. Was? Ja. Holla, die Waldfee. Ja, also hört euch mal nachher mal den Song Runaway an, also wünschen euch einen wünschen Grußbox, oder ich spiele nachher nochmal. Eventuell. Merken, müsstest ja. Du ja merken, ne? Du hast jetzt, du kannst dir alles ausschreiben. Ich schalte mal immer Handy den Ton aus, weil es bin mit der nur noch durch, ich habe ja keinen Bock mehr. Ja, gut. Also, natürlich können wir nicht alle 39 Länder in dieses... Was haben wir jetzt gespielt? Flying the Wild, Love Shine Light, Ale Ole Ole haben wir gespielt. So. Lavender kommt noch, ne? Fly on the Wings haben wir noch gespielt. Fly on the Wings. Satellite. Hatten wir Love Shine Light schon? Ja, Love Shine Light. Du hast, was wir gespielt haben, aber doch. Auf jeden Fall. Natürlich können wir nicht alle 39 Länder, die dieses Jahr teilnehmen, spielen. Dafür, allein. Ein Land hat noch nie mitgemacht. Welches? Kasachstan. Darf aber mitmachen. Kasachstan liegt zu 1% in Europa, deswegen darf es mitmachen. Warum Israel mitmachen darf in Australien? Keine Ahnung, okay, Australien. Australien ist eine Kolonie von Großbritannien. Ja, und hat eine große Fangemeinschaft, ne? China wird teilweise auch übertragen, USA nicht. China und Türkei. Ja, in den USA, wenn du Sky-Ticket hast, dann wohl. Jein. Es ist so. Letztes Jahr nicht. Wenn du in den USA ein Sky-Ticket besitzt. Ja, auf jeden dann Fall. Dann kannst du es angucken. Auf jeden Fall, wie gesagt, es ist auf jeden Fall Großereignis, das größte Musikevent auf der ganzen Welt. Türkei darf nicht mehr machen seit 2013. Warum? Die haben sich verscherzt mit der EBU, die fanden die Abstimmung total scheiße. Ja, und die haben sich jetzt verscherzt mit der EBU und seitdem dürfen die nicht mehr mitmachen. Jetzt gab es schon mehrere Beitrittsverhandlungen, aber die wurden abgelehnt. Unser türkischer Außenkorrespondent, der meint das, weil die öffentlichen Fernsehdienste sind über Erdogan. Und die haben dann keinen Bock und deswegen dürfen die nicht mitmachen. Und obwohl sie teilweise mal gut Lieder hatten. Ja. Ja gut, lass uns weitermachen. Ich sag mal so, ich habe gesagt, dieses Jahr können wir nur den teilnehmen, dafür aber ein Sänger, der auch 2020 singen sollte, nämlich James Newman. Der ältere Bruder des bekannten Sängers John Newman. Und will nach 24 Jahren den Titel nach Hause bringen. Die United Kingdom, also vor allem das Königreich, hat schon 5-mal gewonnen,
war aber schon 8-mal Gastgeber bei 62 Teilnahmen und 41 Mal in den Top 10. Respekt. Ja. Klingt doch ganz gut. Ja, klingt ganz gut. Eigentlich bist du jetzt dran, dann bist Ah ja, stimmt. Du hast ja von James Newman erzählt, ne? Ja. Der macht ja dieses Jahr auch mit, hast du erzählt, ne? Ja. Du hast aber vergessen, den Songtitel zu sagen. Wie heißt der denn? Embers heißt der Song und den spielen wir jetzt. Bitteschön. Ja, viel Spaß. Ja, das war Embers mit United Kingdom. Mit Trompeten, so ein wunderschönes Lied. Und wenn man denkt, Deutschland kann es, dann kommt England und legt immer noch eine Schippe drauf. Da kommt da, wenn man denkt, Deutschland kann es, ne? Da kommt sowas. Warum mache ich das? Also, gute Frage. Sehr gute Frage. Ja, eigentlich müssen wir gehen mit Geh, du hat euch lieb. Und wenn es auch mal Tränen gibt, Kunde rührt und singt für euch Lieder. Geh, du hat euch lieb. Wieder. Und dann mit dem Glockenspiel, hast du nicht gesehen. England. Ich könnte kotzen. Ja, ganz schlimme Zeiten. da hat Stefan Raab übrigens mit asiatischen Essstäbchen dirigiert und nicht mit einem Dirigentenstock. Ja, sonst wäre es langweilig gewesen. Wir müssen mal eben ganz... Was man nicht vergessen darf. Ihr dürft euch von den Bühnenshow des ESCs nicht verlocken lassen, weil momentan haben wir alles LED-Leinwand, ne? Und somit ist die Bühnenshow teilweise... Ihr seid nur, ich glaube, Harris hat nur gewonnen wegen seiner Bühnenshow, LED-Show. Deswegen, ihr müsst mal theoretisch, deswegen finde ich den Bus so richtig geil, ihr müsst mir die Augen nur zuhören und nur das Musik hören. Es geht ja um den Song und um die Stimme, nicht um die Bühnenshow. Haben auch in einem Video, wo wir 2019... Man sollte einfach nur eine stinknormale, hässliche, weiße Bühne nehmen, wo nichts drauf ist, deswegen, nicht mal bunte Lichter und dann die Sänger performen lassen. Ich fand, und wenn die da... gut sind. Ich fand ja deswegen Portugal so richtig geil, weil die keine LED-Leinwand hatten. Deswegen, also... Aber LED-Leinwände sind schon cool. Du hättest ja auch eine LED-Leinwand? Ja, aber wie gesagt... Ja, also! Ja, ich... Na, siehst du! Aber trotzdem, ich möchte mal... Wir haben mehrmals, haben wir gesagt, auch bei 2019 eine Revue passieren lassen, ne? Es ging nicht um die Bühnenshow, es geht nur um den Song. Obwohl wir teilweise gesagt haben, die Bühnenshow war richtig geil. Es geht aber wirklich um den Song. Deswegen... finde ich den Podcast hier eigentlich richtig geil. Ja. Ja, 12 Uhr morgen, es gibt Pfingstsonntag oder Pfingstmontag gibt es auch noch einen Podcast. Wahrscheinlich noch mit zwei Gästen. Gibt es da einen Podcast von uns? Ja, wieder eine Show. Dann sagt doch Radio-Show. Da lassen wir den ESC 2020 nochmal Revue passieren. 2021 Revue Holla, passieren. Die Waldfee. Das heißt, Pfingstsonntag früh morgens aufstehen. Ja. Und dann gibt es die Show wahrscheinlich abends um 20 Uhr. Auf jeden Fall. Oder fängst Montag um 12 Pfingsten. Uhr. Müssen da schon, ja, ich muss morgens ziehen wieder, ist total schlimm. So, 11-mal teilgenommen und mit 19. Platz, 2019 mit Say Na 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 in San Marino, eines der schlechtesten Ländern im ESC. Dieses Jahr soll sich aber alles ändern. Die Sängerin Sinnet wollte schon 2020 antreten. Dieses Jahr bringt sie einen Mix aus internationalem Elektropop und raffinierten orientalischen Instrumentenklang. So, und ich muss was zu Sinnet sagen. Ja. Es gehört schon einen gebührenden Respekt, sich auf einer Bühne hinzustellen. Ja. Und den ganzen Song schief zu verkacken. Say na na na. Ich glaube, die ganze Show hat er verkackt. Dieser Refrain war schon ein bisschen cool, gut, aber dieses Say na 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 bleibt einfach in der Hand. Deswegen, give it up for Sanif mit Adelina and then Say na 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 von Zed. Viel Spaß! Ja, der ESC 2019, das war schön, ne? Ja, also Say na 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 war eigentlich 2019 mein Favorit. Also, allein der Anflug, ne? Wo Nette im Flugzeug, ne? Ja. In die Halle reinfliegt. Das war cool.
Zweifellos, das war cool. Ja, weißt du, was auch cool fand? Was? Chef Republic. Boah, was war das nochmal? Du weißt nicht mehr, was es war. Also, ist also, ein tolles Schicht von es war Zero Gravity von Australia. Zero Gravity. Den fanden wir alle gut, glaube ich. Nee, den fandest du schlecht. Das war die Obersängerin. Zero Gravity. Ja, ich glaube, den fanden wir alle gut. Den fandest du schlecht. Ich hab gesagt, der ist ganz okay. Ich kann mich auf jeden Fall sagen, dass du Chef Republic von oder Schwind richtig geil fandst. Ja. Die war ja eine gute Stimme. Willst du es hören oder nicht? Nö. Nö, lassen wir mal aus, ne? Friend on a Friend. Ich bin für Waterline oder Runaway. Runaway? Ist aber auch von einem anderen Jahr, ne? Runaway ist auch von 2019. Runaway war 2019? Hast du gesagt gerade? Oder ne, dieses Mama, ne? Da hast du gesagt, das ist 2019. Hä? Ja, hast du gesagt. Wir haben gesagt, on a friend. Oder meinst du das mit den, oder meinst du das mit dem Saxophon? Ja. Achso, sagst du das gleich? Ja. Müsste Nordmazedonien, glaube ich, gewesen sein? Oder Moldawien? Welches war das nochmal? Und ja. Ich meine Moldawien, glaube ich. Nee, Moldawien war das hier mit diesem, mit dem Schrank, wo da die zwei Sänger da waren. Ja. Ach, die waren 2017 waren die da. Das waren drei Sänger. Das waren sechs Sänger. Ja, sechs. Nee, 2017 waren sie da. So lange schon her? Warte, ne? Oh, doch. Die waren 2017 war sind da. Da hab ich mich richtig vertan. 2010 und 2017 waren sie da. Warum kommen wir auf 2019? Gute Frage, weiß ich nicht. Ist aber auch Moldawien. Passiert. Ja, ich stehe auf dem Schlauch. Ich auch. Was sollen wir machen? Nix. Gehen wir zurück auf 2017 oder sollen wir eben deine Lieblingssongs damals mit Friend und Friend nehmen? Ja. Weil wir alle Freunde sind. Friend und Friend, Chef Republic. Viel Spaß. Friend on a Friend, on a Friend, on a Friend. Ich würde dann mal sagen, weiter geht's mit einem weiteren Favoriten, der 2019 schon viel Kritik bekommen hat. Viel und zwar Spaß bei Namen. Island. Ja. Die Gruppe. Also erstmal Kritik bekommen hat. Die Gruppe, die jetzt sind, die hat keine Kritik bekommen. Das war nämlich die Gruppe. Muss ich auf unser Hit nachschauen. Die hat aber auch so einen bescheuerten Namen, ist ja alles isländisch. Hatari. Hatari ist noch ein angenehmer Name. Ja, Hatari. Das war so BSDM Punk Rock oder sowas. Ja, also erstmal, die haben, ja, okay, das Lied fandst du geil oder die Kostüme wenigstens eher. Die hatten aber nachher am Green Room, also da wo die sitzen, hatten die nachher Flaggen hochgehalten der palästinensischen Flagge. Und Israel und Palästinenser? Jetzt immer so, endliches Hatari darf nie mehr im europäischen Sender laufen. Was war das denn jetzt? Die dürfen nie wieder laufen, Hatari. Hatari darf nicht mehr im in europäischen Sinne laufen. Die haben ein Verbot dafür bekommen. Ja. Fand ich auch ein bisschen gerecht. Okay, das Lied kann man streiten, ob man Sky fand. Ich habe sehr wenig verstanden, muss ich sagen. Ich auch. Aber jetzt gibt es eine neue Gruppe, die heißt nämlich. Dadi Okak Namanit. Genau. So heißen die. Ja. Und die haben jetzt. Die waren schon 2020 Favorit? Die waren schon 2020 Favorit mit Think About Things und die versuchen. Baby,
Die waren sechsmal in den Top 10 und 2009 waren sie sogar Platz 2 und jetzt versuchen sie mit 10 Years Platz 1 zu belegen. Ja, nach 32 Jahren mal wieder. Ja. 32 Mal dabei, ja? Ja, dann spiel das Lied doch mal. Ja. Wir hören jetzt 10 Years von Dati Ogakma Gok. Sag mal nicht. Ja, das war Island mit Saniers. Ich fand Think About Think war ein bisschen besser, aber es ist auch im Refrain jetzt ein bisschen kindisch sein werden könnte. Deswegen bin ich mal gespannt, was die dieses Jahr machen. Gehen wir rüber zum letzten 2019 Gastgeberland, nämlich nach Israel. Denn die waren bei, obwohl sie bei 42 Teilnahmen und 20 Mal in Top 10 waren und somit dreimal Gastgeber bei 4 Gewinnern waren, wollen sie Ellen Aline eine zweite Chance geben, weil er 2020 antreten wollte. Die versuchen mit Set Me Free zu gewinnen und deswegen haben wir jetzt von Aline Set Me Free. Ja, Set Me Free mit Aline aus Israel. Wir kommen zum Ende, aber schon wieder ein Favorit dieses Land steht eine Sängerin ins Rennen. Sie waren bei 32 Teilnahmen 13 Mal in den Top 10 und hatten Einstein, nächste Folge gefährt! Den besten Platz 2 geschafft. Die Rede ist natürlich von Malta. Die Sängerin hat mit 18 Jahren X-Faktor Malta gewonnen und sich so das Ticket für den EST 2020 gesichert. Mit einem Band-Song mit 20er Jahre Swing-Anteil versucht Destiny mit Jimmy Cassé den Titel zu holen. Das war Jimmy Cass von Destiny aus Malta. So, bevor wir zu den letzten zwei Ländern kommen, die viele gute Lieder hatten, wollen wir eben den deutschen Song, der 2020 kommen sollte, nämlich Violencing von Ben Dolic, spielen. In der Setshow Europa Shine Light konnte man auch anrufen, dabei hatten die zweitmeisten anrufen wir mit Ben Dolic. Also ist dieser Song ein Gewinner-Song mit Eigenschaften. Und der Ben Dolic kommt eigentlich aus Slowenien, so wie ich noch in Erinnerung habe. Deswegen hätten wir da eventuell Anruf bekommen. Warum sage ich eventuell und nicht sicherlich? Ja, wir hatten auch vor ein paar Jahren, die kam aus London und da haben wir auch keinen Anruf bekommen. Da sind wir auch abgestiegen. Aber mit Ben Dolic habe ich gesagt, wir können wirklich gewinnen. Jetzt mit Jendrik mal schauen, was es bringt. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall jetzt erstmal Violencing von Ben Dolic. Ja, Ben Dolic, Violencing und der kommt ja eigentlich gebürtig eher aus der Slowakei. Deswegen hätten wir da eventuell Anrufe bekommen, aber haben wir auch schon mal ein paar andere Länder probiert, die eigentlich woanders wohnen, haben auch keinen Punkt bekommen. Wäre aber ein richtig geiles Lied geworden. Ja. Ja. Also ich kann nicht immer sagen, dass du jetzt dran bist, aber... Ja, sorry. Ey, du... Wir haben ja. Die... Sendung stopp. So. Jetzt geht's ab nach Skandinavien. So, das größte Land ist Norwegen. 2019 haben wir mit Kano Spirit in the Sky Platz 6 belegt. Seit wann? Steht hier im Skript. Haben wir ein Skript? Ja. Warum höre ich davon das erste Mal? Weil du das vor dir liegen hast. So. Außerdem sind sie dreimaliger Gewinner. Schrei mich nicht an, sonst rede ich dich leiser. Und Gastgeber, so wie bei 58 Teilnehmern, 54 Mal in den Top 10. Eventuell schaffen sie es nach 11 Jahren wieder einen Sieg. Mit vollen Angel von Tix. Langsamer. Man hat nicht verstanden, wie viele Teilnehmer die haben. 58 Teilnehmer, 24 Mal in den Top 10. Richtig. Und vielleicht gewinnen die nach 11 Jahren wieder mit vollen Angel von Tix. Das kommt jetzt und danach kommt Spirit in the Sky von Kano. Viel Spaß. Ja, das war Spirit in the Sky von Kano. Und jetzt wisst ihr auch, was wir meinen mit dieser tiefe Stimme. So, das erfolgreichste Land ist Irland. Mit 7 gewonnenen ESCs, sogar dreimal hintereinander, also Riverdance und noch mehr, sind sie ungeschlagen. Doch Schweden ist ihnen hinterher. Sie versuchen schon seit Jahren mit sehr vielen guten Liedern sie zu schlagen. Sie sind nämlich zum 60. Mal dabei, hatten 41 Songs in den Top 10 und haben wie gesagt 6 Mal gewonnen. 2019 hat John Ludwig mit Too Late for Love nur Platz 5 belegt. 2020 haben seine Background-Sängerin The Mamas mit Move versucht. Dieses Jahr haben sie aber leider einen anderen Sänger dabei. Er bringt den Popsong Voice, mit dem wir den wir jetzt hören. Der Sänger heißt Tuse und damit ist Voice. Viel
Spaß. Ist auch ein Favorit. Ups, klein technisch bisschen zu schnell. Naja. Ja. Gut. Bin ich schon wieder dran? Nein, ja, hab ich dir auch gerade gesagt, ne? Doch. Eine Sache gibt's noch zu sagen. Die australische Sängerin Montagin mit dem Song Technicolor ist nicht dabei. Es wird aber das Video gezeigt, so sagt es die Europäische Rundfunkanstalt. So wollen wir euch aber nicht entlassen. Genau, weil wenn sie nach unserem reisen würde, wird es wieder schwer für sie nach Australien einzureisen. Richtig. Der spanische Sänger Mickey hat 2019 einen sehr guten Sommersong rausgebracht. Er heißt Lavenda und damit wollen wir euch entlassen, aber holt euch die Eurovision ab. Dort erfahrt ihr alle Infos, seht alle Interpreten, könnt einzelne Songs kaufen, könnt anfordern, dass die App euch erinnert, welches Lied ihr abstimmt, genauso wie und ist sogar günstiger als sonst. Deswegen holt euch die Eurovisions-App, weil da haben wir, da kriegt ihr viele Infos und alle anderen Sachen auch. Und nun kommst du noch eben. Nun komm ich noch eben, stimmt. Wenn heute Abend ein paar Länder nicht vorkommen, die wir heute gespielt haben, liegt es daran, dass die Sendung schon vorher aufgenommen wurde und somit nur die aktuellen Informationen weitergeben können. Das haben wir schon gesagt. Aber nun Mickey mit Lavenda aus Spanien. Ein Sommerhit zum Abtanzen. Ja, Mickey mit Lavenda. Schade, dass er nicht gewonnen hat und dass er so schlecht war. Gut. Wir bereiten noch weiter vor, eine kleine Anmerkung, schreibt doch in den Wunsch- und Grußbox. Dann natürlich, unter www.minusdaydrive.de oder www.wunsch- und Grußbox, schreibt dafür dahin, Moderatoren, bewerbt euch, alles drum und dran, somit, und wenn euch die Show gefallen hat, oder unser Radio, dann verbreitet doch einfach weiter, somit können wir größer werden. Und die anderen Radiosender hinterlassen, weil wer will denn noch vor 10 Jahren die neuen gleichen Lieder hören oder eher neue Lieder? Ich meine, wir haben ja ein großes Spektrum. Wir erfüllen ja auch fast jeden Songwunsch. 50 Euro für uns zusammen, ein Duett, Blow oder What? Nee, 50 Euro singen wir Waterline, für 75 Euro tanzen wir und singen wir Glow. Für 50 Euro nur an Carlos singt er was? Flugmodus von Clüso, oder habe ich was anderes gesagt vorhin? Ja, du meintest aber auch irgendwas anderes, das wäre mir jetzt auch egal gewesen. Und ich singe It's Running Man. Für 50 Euro schreibt, spenden kann man wo? Auf www.daily-drive.de oder auf unserem Online-Shop shop-filmtypschulze.daily-drive.de. Genau, wann ist denn die nächste Sendung? Die ESC-Revue-Sendung ist am 23. oder 24. Mai, wissen wir noch nicht. Am 30. Mai oder 6. Juni ist dann Best of Mai. Wir werden euch aber auch auf Discord informieren, auf dem Sendeplan und auf der Website. Genau. Denkt dann daran, jetzt gleich sofort auf der ARD umzuschalten. Für 2015 ist der Countdown für Rotterdam und 20 Uhr das große Finale. Und danach, nachher Aftershow-Party. Ist gleich in der Ruhe, ist das Ganze. Ich würde sagen, das ist für diese Show. Denkt daran, informiert euch über Discord. Folgt uns da, ist auch alles in der Webseite. Sonst verpasst ihr keine Sachen, wenn es unbedingt wird. Wir könnten den Streamchat über uns halten. Und da wisst ihr auch nicht viel mehr. Schaut den Sendeplan, dann wisst ihr, wenn die nächste Sendung ist. Falls wir uns verspäten oder so. Und Wunschgrußwort, wenn wir nicht sofort den Wunsch erfüllen, ist natürlich so, dass wir uns direkt nachher wieder sehen. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Das kommt auf YouTube schon, ja? Und wir wünschen euch viel Spaß. Bis dahin. Tschüss.